Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Portal Knights mit dem lieben Yokai. Uhu. Hallo. Heute betreten wir die Dunkelheit des Turms. Die Schrecken, die uns darin erwarten, werden unermesslich sein. Es gibt noch nicht mal einen Keller. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass es gruseliger wird. Okay, ich nehme das alles zurück, Leute. Wenigstens hat er geschafft, uns zu überraschen, der Turm. Ja, das stimmt. Auf negative Art und Weise, wohlgemerkt. Hey, ja. Ah, eine Truhe, immerhin etwas. Jo, eine Rakete war da drin. Warte mal, die feuer streckt ab. Flieg und Sieg. Yay. Könnte man eigentlich auch mal einen Screenshot davon machen, während du so in der Luft schwebst. Ja. Silent. Ja? Holst du dir denn Resident Evil 7? Oh, das ist eine Überraschung, dass du mich das fragst, lieber Yokai. Nein, ich denke eher nicht. Also ich habe echt drüber nachgedacht, aber dadurch, dass das ist ja der erste AAA-Titel, der jetzt wirklich VR unterstützt, oder sagen wir, ja. Oder genau umgekehrt, das erste VR-Spiel, was AAA ist, deswegen würde mich das schon reizen, aber irgendwie wenn dann nur in VR, aber ich habe leider kein VR. Ich hatte jetzt... Ja, wir haben ja darüber diskutiert, ne, schon in einer der Folgen, ja, warum genau. Und ob du VR haben willst. Ja, das ist so ein leidiges Thema, also... eigentlich, ich bin ja eigentlich, ich hab's ja auf der Gamescom getestet. Vorher war ich eigentlich richtig dagegen, ich dachte mir, das kann irgendwie nie was Dolles sein eigentlich. Aber als ich es dann wirklich getestet ich war so drin, ich dachte, hätte nie gedacht, dass es so krass ist. Also es war so immersiv und die Spiele, die ich gespielt habe, die waren ja total anspruchslos, mehr oder weniger. Also es war ja jetzt kein Spiel wie Resident Evil. Und trotzdem warst du sowas von drin, das hat mich sowas von gepackt. Und deswegen so mit Resident Evil und so würde mich das nochmal richtig reizen. Jetzt, wo man sieht, dass wirklich auch AAA-Titel möglich sind mit VR, was ich irgendwie von Anfang an eigentlich eher nicht so geglaubt habe, reizt mich das schon nochmal. Bei mir ist nur das Problem, wenn, dann möchte ich eigentlich nicht diese PlayStation VR-Brille, sondern entweder eine Oculus oder eine HTC Vive. Und die kosten halt beide direkt fast 1000 Euro, was ja. Man einfach nicht mal so kauft, für mal eben ein, zwei Spielchen zu spielen, sondern wenn, dann muss sich das auch wirklich lohnen. Und da lohnt sich halt Resident Evil im Moment noch nicht. Nur Resident Evil. Und die anderen Spiele, die es dafür gibt, die sind mir halt zu unsicher. Also das, was da im Moment gemacht wird, diese Spiele, das sind ja im Prinzip, wie nennt man sowas? Das sind eigentlich mehr Tech-Demos. Ja, genau. Und keine richtigen Spiele. Das Wort habe ich gesucht. Die also einfach Resident mal so demonstrieren, Evil, was möglich ist, ne? Ja, Resident Evil ist wirklich das einzige vollwertige Spiel jetzt, das mit VR funktioniert. Und davor hatten wir denn so? Das einzige nächste vollwertige Spiel, was dem am nächsten kommt, wäre vielleicht Robinson von Crytek. Das sieht auch richtig nice aus. Ja. Das gibt's aber noch nicht, ne? Ich bin mir nicht... Nee, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, ich bin mir nicht sicher. Das sollte eigentlich relativ früh rauskommen, aber ich meine, es wäre immer noch nicht draußen. Oh, ich habe Rezept für TNT erhalten. Yes. Jackpot. Ja, so. Robinson ist auch so ein Spiel, was richtig cool aussieht. Obwohl es ja eigentlich ist es auch nur ein Wandersimulator, wenn man es so nennt. Aber ein etwas besserer. Glaube ich zumindest. Dann hatten wir von Crytek noch dieses Kletterspiel. Ich weiß gar nicht mal, wie das heißt. Ja, das sind alles immer so Minispiele, so halbe Spiele. Genau, das Resident sind keine Evil Sachen, wirklich, die lange fesseln werden. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns hier nach unten durchgraben können. Warte mal, lassen wir uns erstmal hier diese Burg. Also das besuchen. Portal ist Richtung hier, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Ah, okay. Vielleicht sogar irgendwo hier. Mal gucken. Vielleicht ist mein Kompass wieder ready, dann gucke ich nochmal. Hier, glaube ich. Ja, hier geht's runter. Oder hoch. Beides. Ja, ich habe halt im Moment die Angst davor, dass es vielleicht noch ein bisschen früh ist. Weil ich habe keine Lust, 1000 Euro für eine Brille auszugeben, wo dann keine vernünftigen Spiele für kommen. Und sich dann eventuell zeigt, dass vielleicht entweder das VR ganz eingestellt wird, das wäre ärgerlich. Oder dass einfach die... Ach, hier sind wir gespawnt. Oh, okay. Kam mir gleich so bekannt vor, der Turm. Oder dass halt
ja, dass halt auf dieser Generation VR vielleicht die ganzen AAA-Sachen noch gar nicht so kommen. Dass es einfach noch braucht, eine Zeit, bis es kommt. Und dann warte ich lieber, weil ich habe schon gesehen, auch auf der Messe, es funktioniert zwar, aber erstmal ist es mit der Grafik natürlich noch deutlich verbesserbar, auch wenn es schon echt nicht schlecht ist. Und das Ganze drumherum ist noch sehr umständlich. Ich weiß nicht, wie sehr die Technik da in den nächsten Jahren Fortschritte machen kann. Weil wenn man sieht, was man alles an Kabeln braucht, das ist echt nicht schön, wenn man sowas in sein Wohnzimmer oder an seinen PC stellen muss. Und das sind halt so Sachen, die mich im Moment noch abschrecken. Und halt der Preis. Hier ist das Boss, aber ich sehe es sogar von hinten. Oder waren wir da schon? Warte mal. Ja, um zurück zu Resident Evil zu kommen. Das ist eigentlich so der Grund, warum ich es, glaube ich, nicht spielen werde, weil wenn, dann würde ich es gerne in VR machen. Und da ich vor VR im Moment noch so ein bisschen Angst habe, werde ich es, glaube ich, in normal auch nicht spielen. Aber ich werde es mir wahrscheinlich irgendwo anschauen als Let's Play. Wobei ich mir da auch noch nicht sicher bin, wo ich das mache. Willst du es denn spielen? Weil dann kann ich es ja vielleicht bei dir gucken. Ich bin sehr interessiert, aber ich würde es auch ganz, also ich teile auch deine Meinung, ich würde es auch, wenn ich die Möglichkeit hätte, eigentlich ganz gerne in VR spielen und nicht über den Bildschirm, weil ich dann irgendwas verpasse. Mhm. Dann ist da immer diese Stimme in meinem Kopf, die sagt, hey, du verpasst irgendwas, du musst das in VR spielen, dann ist das viel geiler. Genau. Und das nervt mich so. Deshalb, ja, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, was Resident Evil angeht. Ich bin ja auch, ich liebe die Entscheidung, die Square Enix jetzt mit Resident Evil 7 getroffen hat. Sie gehen ja mehr oder weniger back to the roots damit. So schön dieser alte Survival-Horror. Und weniger Action, weniger Hollywood. Ich finde das auch angenehmer. Ja. Ich fand's bei The Evil Within, war die Idee, davon auch ganz gut im Ansatz, aber ich fand's nicht so gut umgesetzt. Ich mag das in Horrorspielen, wenn du wirklich permanent das Gefühl hast, dass du einfach, dass du unterlegen bist, dass du dich verstecken musst, ja, dass du Amnesia, keine Chance bestes hast. Beispiel. Amnesia ist das beste Beispiel dafür, weil man in Amnesia einfach nichts machen kann. Man muss die ganze Zeit vor sich verstecken und vor den Monstern weglaufen und hat die ganze Zeit dieses Gefühl, dass man einfach hilflos ist. Oder Silent Hills, PT. Ebenfalls. Man kann auch nichts machen. Man muss Rätsel lösen, aber man kann sich nicht wirklich wehren. Also das sind so dieses Gefühl der Hilflosigkeit ist, glaube ich, eine der größten Möglichkeiten, um Horror zu erzeugen, um ja, wirkliche Panik zu erzeugen. Auf jeden Fall. Ich finde nämlich in diesen Spielen, wo du wo du einfach übermächtig wirst nachher. Bestes Beispiel ist sowas wie Left 4 Dead oder sowas. Ist jetzt kein Horrorspiel in dem Sinne, aber ist ein gutes Beispiel dafür, dass du ein Horrorszenario nehmen kannst, mit Zombies und so weiter, ohne dass es in geringster Weise wie Horror wirkt. Weil du einfach Massen hast von Gegnern, die dich irgendwann eigentlich gar nicht mehr interessieren, wo du einfach drüber walzt. Das erzeugt dann keine Horrorstimmung. Also bei mir ist es immer, erzeugt die meiste Horrorstimmung immer halt dieses Gefühl von Unterlegenheit. Ich habe übrigens gerade das zweite Portal gefunden. Ich habe gesehen, ich habe mich auch gewundert. Ich habe mich gerade gewundert, wo du warst, weil ich habe mich umgeguckt und ich habe deinen Namen gar nicht mehr gesehen, dabei warst du unter mir. Ich habe mich da in den Boden reingegraben. Ich gucke jetzt gerade mal, wo man hier rauskommt, wenn man den richtigen Weg geht. Ich habe übrigens hier einen NPC. Warte mal, ich komme mal zu dir, sonst kriegst du wieder Erfahrung ohne mich. Weil du ja ganz gerne sowas immer abziehst hier. Warte, ich komm mal. Hat der eine Quest, oder? Ich weiß nicht, ich hab's noch nicht angesprochen. Eine Lootkiste. Ich versuche, wieder hochzukommen. Im Moment will's noch nicht so ganz. Warte mal. So, Hallöchen. Ach, da bist du ja. Da bin ich. So, hier ist die Treppe. Zauberschadenschutzfläschchen. Bist du von hier gekommen, oder? Nee, ich bin auch durch dein Loch runtergesprungen. Ach so. Bombengucker. Ja, also, nochmal zurück auf das Thema zu kommen mit VR. Ich hoffe auch ganz,
ganz doll, dass das nicht so eine Geschichte nimmt wie mit der Wii U. Dass es nicht so unter diesem Wii U-Effekt leidet, wo Leute sich die Wii U gekauft haben, weil es da hieß, es kommen richtig geile Third-Party-Spiele dafür und pipapo und dann kam am Ende doch nichts. Mhm. Und ja, unter genau diesem Effekt kann vielleicht auch die VR leiden. Vielleicht denken sich dann die Entwickler irgendwann, ja, das Ding lohnt sich doch nicht so richtig. Und dann bringen die keine Spiele mehr dafür raus. Und dann haben sich Leute teilweise echt umsonst eine VR-Brille gekauft. Genau. Weil ich das eigentlich richtig cool finde, ey. Die VR ist eigentlich so im Gaming-Bereich der richtige Schritt in die Zukunft. Weil, auf jeden Fall. Das ist schon wirklich eine neue Dimension der Immersion in Spielen. Und wer weiß, was dann noch in Zukunft dann noch dazu kommt. Vielleicht haben wir dann wirklich, wie bei Sword Art Online, so eine Brille, die uns dann komplett in so eine Spielwelt wirft. Ja. Wo wir dann wirklich mit unserem ganzen Körper in der Spielwelt aktiv sein können. Das würde ich natürlich mega feiern. Auf einer Seite wäre es natürlich sehr, sehr angsteinjagend, ne? Und sehr... Sehr, man weiß ja nicht, ob da nicht vielleicht noch irgendwelche gesundheitlichen Schäden dadurch entstehen könnten. Ne? Aber auf der anderen Seite wäre einfach diese Vorstellung richtig cool, dass du in so eine Fantasy-Welt geworfen werden kannst und da einfach mit deinem gesamten Körper interagieren kannst. Das wäre so schön. Ja. Klar, dieses ganze VR ist natürlich schon mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Weil, klar, es ist, wie du gerade schon sagtest, die Immersion ist noch deutlich größer als einfach so. Was ist denn hier los? Jo, irgendwer hat uns zugebaut. So. Also, wer es einmal ausprobiert hat, mit den ganzen VR-Geschichten, der wird das wahrscheinlich kennen. Also, wie gesagt, ich hätte vorher nie für möglich gehalten, wie gut es tatsächlich ist. Aber es ist, man hat in keinster Weise das Gefühl, also ging es mir zumindest, dass ich gerade irgendwie eine Brille auf hab und... einfach nur eine Leinwand vor mir. So habe ich es mir vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, okay, du hast dann halt die Brille an und siehst halt, guckst halt nicht auf den Bildschirm, sondern hast quasi wie im Kino halt, du hast dann halt den Bildschirm direkt vor dir und hast es so um dich rum und siehst es dann halt irgendwie ein bisschen anders. Aber du fühlst dich trotzdem nicht so, als wärst du jetzt wirklich drin. Aber tatsächlich ist es doch genau so. Also ich hatte, am krassesten war es bei diesem Spiel, was ich auf der Gamescom gespielt hatte, mit dieses Pirates oder wie das hieß, wo man diese Drohnen abschießen musste. Sagt mir gerade nichts. Du hattest echt das Gefühl, dass du auf dieser Plattform stehst im Weltraum und diese Roboter angreifen und ja, du hattest wirklich das Gefühl, in diesem Raum zu stehen und diese Waffen in der Hand zu halten und die Roboter abzuschießen. Das war halt richtig gut und man hatte wirklich, das Gute ist, wenn es dann halt wirklich immer auch gut umgesetzt ist. Nicht so wie zum Beispiel, das ist auch wieder ein gutes Beispiel, die Wii U oder andere bewegungsgesteuerte Sachen, wo man dann halt, obwohl es bei der Wii U ja eigentlich ganz gut klappte in den meisten Fällen, wo man halt dann irgendwie so eine unpräzise Steuerung hat oder sowas dadurch, dass man halt diese Controller hat. Das war zumindest bei den Spielen nicht so. Da hast du wirklich, ja doch, bei diesem Tennisspiel war es schon so ein bisschen. Da hat man geschlagen und man hatte, und ich kann eigentlich, Tennis bin ich nicht so gut, aber ich bin ein ziemlich guter Badminton-Spieler und weiß, wie man schlägt. Und das hatte gar nichts damit zu tun. Also du konntest irgendwie schlagen, wie du wolltest. Du hattest kaum einen, also ich zumindest ich war einfach zu schlecht dafür, aber ich hatte kaum eine Kontrolle darum, was ich jetzt genau mit dem Ball machen möchte, wo der hin soll, wie stark ich schlage. Da war noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Aber bei dem, wie gesagt, bei diesem Piratenspiel, wenn man da rumgeballert hat, da hattest du wirklich das Gefühl, du schießt auch dahin, wo du gerade hinschießen möchtest. Und wo du auch gerade hinschießt, also wo du gerade hinzielst. Da hast du auch wirklich getroffen. Und wenn das dann wirklich auch noch so gut umgesetzt ist, dann macht das echt Spaß. Wie gesagt, Resident Evil, kann ich mir vorstellen, ist richtig krass. Gerade so ein Horrorspiel, wenn das auch nur ansatzweise die Immersion erzeugt, die ich schon bei diesem Piratenspiel hatte, dann bei so einer krassen Atmosphäre, die Resident Evil sowieso schon hat, dann ist das heftig. Also, ja. Also Horrorspiele sind sowieso prädestiniert dafür, für VR. Ja. Weil allein dieses Gefühl der Immersion steigert nochmal diesen Panikfaktor ums ja, Unendlichfache. Es ist so krass. Yucca Park. Genau, da bist du einfach direkt zum nächsten geportet. Okay. Ja. Ich habe eigentlich noch den NPC gesucht, weil ich wollte gucken, ob die noch eine Quest oder was? Ja, die hier habe ich ja auch gesagt, aber ich habe sie gerade nicht wiedergefunden. Ist auch eigentlich scheißegal. Wird wahrscheinlich nicht der Weltuntergang jetzt sein. Wäre wahrscheinlich eh irgendeine Low-Level-Quest gewesen, von wegen, oh, ich habe mein Höschen verloren. Dachte es mir. Beim Kämpfen. Ja, natürlich. War noch sonst.
weil er seine Männlichkeit zeigen möchte, dadurch, dass er sich die Hose auszieht vorm Kampf. Jukobok, Stufe 20. Oh, jetzt wird's doch langsam krass. Welche Stufe haben wir überhaupt? Stufe 20. Stufe 21 habe ich. Was? Du bist schon wieder? Wieso? Wieso? Verstehe es einfach nicht. Wieso levelt er schneller als ich? Sind die Gegner denn auch Stufe 20? Soll ich mal drauf achten jetzt. Ja, ja Stufe 20, tatsächlich. Ja. Ich bin aber auch fast Level up, also ist das nicht so schlimm. Ein, zwei Gegner. Steckt sich die Sau. So, zack. Yay! Ja, hier haben wir wieder kein Portal. Ja. Mal schauen, was das hier überhaupt für eine Welt ist. Ah, okay. Müsste eine Dschungelwelt sein. Ja. Dschungel, Entschuldigung. Ich zeig dir gleich mal im Wurmloch, mein Dschungel. So. Vergiss nicht, ja, dass hier oftmals unter den Treppen noch Truhen lauern. So Horrorspiele in VR zu spielen, stelle ich mir schon krass vor. Mhm. Da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, ob das jetzt mit Vorsicht zu genießen ist oder... Ich bin jetzt eigentlich sowieso kein Mensch, der sagt, oh, Computerspiele, aber das sind wahrscheinlich die wenigsten Gamer, nee, die irgendwie ja. Sagen, Computerspiele sind schädlich. Natürlich sollte man wie alles im Leben in Maßen genießen. Aber Maße? Welche Maße? Ich genieße das in Maßen, 12 Stunden am Tag immer. Aber nicht, was du hast. Zum Beispiel gerade was diese Attentäter und so angeht, wo dann wieder auf Counter-Strike rumgehackt wird und die sogenannten Killerspiele. Das ewige das Thema, halte ich für einen solchen Quatsch. Also, mir ist noch nie einer begegnet und gerade als Gamer kennt man ja viele Gamer, der irgendwie aggressiv wurde durchs Computerspiele spielen. Wenn einer aggressiv wird, da war er das vorher von Natur auch schon. Und dann können Filme und so es genauso verstärken wie Computerspiele auch. Aber ich sehe eher in die Gefahr darin. Also beim VR kann ich es mir wirklich vorstellen, dass man ja jetzt keinen Schaden nimmt dadurch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man das noch nicht so gewöhnt ist, gerade in der ersten Zeit und wenn man vielleicht auch ein bisschen zarter beseitet ist, dass man dann, wenn man so krasse Horrorspiele, dass man dann schon irgendwie Albträume oder sowas davon bekommen kann, weil man echt deutlich mehr in diese Welt eintaucht, als wenn man es einfach nur so spielt. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, ich sehe die Gefahr auch darin. Aber warte erstmal ab, bis die ersten richtigen Ego-Shooter für VR kommen. Dann geht die Debatte wieder los mit den Killerspielen. Ja. Braucht es dann heißt einen es wahrscheinlich Kriegssimulator oder sowas ja, wäre das ja. Angeblich. Ist ja nicht so, dass Battlefield zum Beispiel jetzt schon eine Kriegssimulation ist. Aber nein, nein. Oder Arma. Auch nicht irgendwie eine Kriegssimulation. Mhm. Gut. Ist Arma nicht sogar ursprünglich vom Militär entwickelt worden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, aber ob ich das könnte nicht sein, verwechseln, weil es aber es gab auf jeden Fall mal ein Spiel. Das ist aber okay. Schon ewig alt. Das ist schon Counter-Strike 1.6 Zeiten oder so. Da gab es mal ein Spiel. Das kann ja dann eigentlich nicht Arma sein, oder? Das ist neuer. Ich weiß nicht, ob Arma zu den Zeiten existiert hat. Auf jeden Fall ist das bestimmt schon, also 10 Jahre Minimum ist es alt. Eher sogar 15. Da gab es mal ein Spiel. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Auf jeden Fall war es auch irgendwas neumodischer Krieg, also auf jeden Fall nicht Zweiter Weltkrieg, sondern irgendwas relativ Modernes. Und es war extremst taktisch. Also du warst wirklich direkt mit ein oder zwei Schüssen dann auch schon tot. Das Ganze war dann wirklich auf Taktikgeplänkel ausgelegt und diese Matches haben dann teilweise auch wirklich Stunden gedauert. Und ich meine, das wäre vom Militär entwickelt worden, oder zumindest mitentwickelt worden damals. Alter, irgendwas hittet mich hier übelst hart. Hinter dir. VR ist auch für den Indie-Horror-Markt eine sehr geile Sache. Weil seit Länder boomt ja quasi der Indie-Horror-Markt. Es gibt ja so viele Indie-Horror-Spiele jetzt mittlerweile. Ja, und mit VR haben die Entwickler dann nochmal eine viel bessere Möglichkeit, irgendwie ihr Spiel an den Mann zu bringen. Weil Spiele dann auch wesentlich mehr Spaß machen in VR. Wir werden auf jeden Fall sehr viel mehr Indie-Games im VR-Bereich sehen. Ja. Also gerade für so kleine Spiele ist es natürlich prädestiniert, ne? Mhm.
Ich habe mich irgendwie etwas verlaufen. Was ist das eigentlich für eine Konstellation hier der Insel? Die ist irgendwie in 50 Milliarden Teile aufgesplittet. Das ist crazy, ne? Ja, sowas hatten wir auch noch nicht. Nicht so krass. Ich würd mal sagen, wir gehen ans andere Ende da hinten. Da scheint es also nicht so weit von der nächsten Insel entfernt zu sein. Und dann connecten wir einfach darüber. Mithilfe deiner richtig krassen Architektur-Skills. Ja, absolut. Ich habe allerdings das Studium abgebrochen. Nach 2,5 Semestern. Wow, das erklärt, wieso deine Brüche so aussehen, wie sie aussehen. Ja, die Professoren mochten mich nicht so. Die hatten mich auf dem Kicker. Natürlich, das sind immer die Lehrer, ja, der Klassiker. Ich war mal zu abgelenkt. Ich habe damals schon zu viel mit meinem Zauberstab gespielt während der Vorlesung. Ja, wobei das kann man jetzt auch zweideutig aufnehmen. Ich damals noch kein Magier war. Den Rest könnt ihr euch jetzt selber denken. Architektur hat mich einfach angemacht. Das glaube ich dir, ja. Irgendwie ist es nicht so produktiv, wenn wir beide bauen. Warte, ich komme mal zu dir. Oh, jetzt hat hier teilweise echt, muss man aufpassen, dass der Blickwinkel stimmt. So. Hier ist direkt ein ganz anderes Bild, ne? Also, nee, hier so ein ist bisschen so richtig trockener Dschungel, also ja. Wie so eine, wie nennt man es vor dem Dschungel? Tundra? Nee. Savanne ist es ja auch nicht wirklich, Savanne, aber... Savanne, Steppe? Vielleicht? Ich weiß auch nicht, was du gerade meinst. Ja, ich meine, vorm Regenwald gibt es doch diese Zone, vor der Wüste dann noch, die, relativ trocken ist. Nee, ich weiß gerade nicht den richtigen Begriff dafür. Da oben ist übrigens ein Haus. Ey, diese Viecher, die nerven mit ihren Porten. Ich kümmere mich mal hier um die Kapungos. Komm her, Kapungo. Also ich critte auf jeden Fall inzwischen relativ oft. Nur leider nicht sonderlich hoch. Ich auch. Hä? Wo ist denn jetzt hin? Irgendwie, vielleicht hat er sich irgendwo in einen Block teleportiert oder so. Ja, könnte auch sein. Gut, es gibt uns Zeit hier mal kurz den Typen zu besuchen. Ein Typ? Ja, hier, also ich denke mal, dass hier ein Typ in diesem Haus drin ist. Ach. Ich hoffe es zumindest. Sieht voll aus wie so eine Häuptlingsbude. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Das ist der Dorfschamane. Hoffentlich kein Menschenfresser oder sowas. Nee, es ist eine Frau, die gerade einen Trank zubereitet. Oh. Willst du die Frau machen oder soll ich? Ich natürlich. Mach du. Shifea heißt die Gute. Hallo Wanderer der Welten. Schon wieder der Wanderer. Plaudern. Die Knochen haben mir gesagt, dass du zu mir gekommen bist, um ein spezielles Instrument für dich zu erschaffen. Ich brauche Knochen und rohe Flammenrubin dafür. Okay, das nehmen wir doch mal an. Knochen, rohe Flammenrubin. Wie es vorher gesagt worden ist. Ey, die hat hier ein Skelett in dem Keller. Die hält ein fucking Skelett in dem Keller. Ja, die scheint so eine Schamanin zu sein, ne? Okay, im Keller ist es nicht so ganz normal. Boah, Hilfe! Ja, es ist so eine Fallgrube. Es lebt ja noch. Ja, Leben ist relativ. Es bewegt sich zumindest. Ich dachte, du meinst die Knochen, die da liegen. Ich dachte auch zuerst, ich hätte mich verguckt, weil das hat man gerade nicht gesehen, aber das hat sich nur versteckt, das Skelett. Das ist ein listiges Skelett gewesen. So, Rubinstein. Das trifft sich gut, weil hier direkt neben dem Haus sogar schon Rubinstein wachsen. Perfekt. Ja. Yeah. 2 Stück brauchen wir davon. Oh, Rucksack voll. Ich glaub's nicht. So. Duck. Soll ich dir die Knochen geben oder du mir die Rubine? Ich meine selber welche zu haben. So.
Ach ja, du musst ja eigentlich synchron sprechen. Oh, gibt auf jeden Fall einen netten Schädel für dich. Warte, ich geb dir die Rubine. Hier. Warte, ich brauch Platz. Du hast meine Prophezeiung erfüllt, genau wie ich es gesehen habe. Nimm deinen Schädel der Hexe. Nimm den Schädel der Hexe? Ich hoffe nicht ihrer. Wow, das leuchtet. Das Rucksack ist ihre Großmutter. Voll. Verdammt, ich kann es nicht abschließen. was werfe ich denn weg? Ich hätte jetzt eher so einen Schrumpkopf erwartet oder so. Dieser letzte Schädel war auf jeden Fall richtig geil, den ich bekommen hatte. Mal gucken, ob der auch was taugt. Die Quest hätte sich dann aber richtig gelohnt. Mal gucken, was das für ein Ding ist. 80 nie, Schaden, 44 ja. Rüstung hat es. Oh, 8% Blutsauger und 4% Blutsauger-Chance. Nice. Blutsauger heißt so viel wie Lifesteal, oder? Und das Geile ist, so vermuten. Der macht sogar fast so viel Schaden wie mein Flammenzauberstab. Und hat halt noch Rüstung drauf und diesen Blutsauger-Effekt. Blutsauger. Das muss ich mal ausprobieren, ob der auch, ob die Schussfrequenz von dem auch so hoch ist. Oh, cool. Der hat macht so eine Doppelflamme. Zeig mal. Oh, das ist ja cool. Sieht mega geil aus. Lass mal kurz was umklatschen. Dann ist die Folge auch, glaube ich, schon wieder rum. Ich glaube, wir haben schon deutlich überzogen. Ich kann es gerade nicht richtig erkennen. Es ist so klein, die Uhr. Hier kannst du jetzt an den Mobs austesten. Wo ist das Schwein hinter uns? Hinter uns. Ah. Also die Zahlen sind auf jeden Fall größer, aber die Schussfrequenz ist auch nicht so hoch. Kann ich jetzt so pauschal nicht sagen, was mehr Schaden macht. Mhm. Aber mit dem Blutsauger, das ist natürlich eine coole Sache. Ja, aber du hast, wenn man sich das mal genau überlegt, du hast ja eigentlich nur 4% Chance. Na, das ist ja eigentlich nichts. Naja. Eine Chance überhaupt. Und dann, wenn du die Frage Chance ist, hast, jetzt dann hat er gerade was abgesaugt. Also der Burner ist es nicht, was er absaugt. Es sind nur 18, habe ich mich gerade geheilt. Oh, bitte nicht zu viel. Ja, das ist. Wir wollen doch hier keinen Overheal haben. Ein Viertel Herz oder so, also echt minimal. Ach, niedlich. Gut, liebe Leute, das soll es gewesen sein für diese Episode. In der nächsten Episode schauen wir da mal weiter. Wir haben den, wie heißt das hier? Den düsteren Dickicht aufgedeckt. Ach cool, dann sind wir auch schon rum. Düsterer Dickicht noch. Haben wir denn, waren wir in der anderen Welt schon? Die Platinhöhen? Platinhöhen? Welche Platinhöhen? Hoch. Das direkt vor dem Boss. Platinhöhen? Ich glaube, da waren wir noch nicht. Nee, und ich glaube, im dunstigen Dschungel waren wir auch noch nicht. Der ist nämlich auch noch nicht, also das sind noch keine Monster oder so entdeckt. Mhm. 12.14 ist das. Ja. Könnte sein, ja, das wird auch noch nicht wahr. Tja, dann können wir das ja vielleicht beim nächsten Mal machen. Und dann steht auch schon wieder der nächste Bosskampf an. Voll cool. Und dann gibt's jede Menge Gold wahrscheinlich für uns. Also die nächsten Episoden werden spannend, liebe Leute. Schaltet ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Shot.